Morgen wird wieder ein langer Tag. Yay, Nevra! Ich stand früh auf und begann einen ganz gewöhnlichen Tag. Frühstück, Training, Duschen, Anziehen und so weiter. Naja, das ist auf jeden Fall ereignisreicher als mein Tag, besonders in den Ferien. Als ich das nächste Mal auf die Uhr sah, war es bereits 3. Höchste Zeit, mich bei Nevra zu melden. Ich hatte erst gelesen, im ersten Augenblick zu meiden und ich dachte mir ja so, jupp! So. Was? Ramon, dich finden! Ramon kennen, dein Versteck! Ramon, wovon redest du? Ach so, er redet gar nicht mit mir. Ach so, doch, er redet mit mir. Mary spielen verstecken. Ramon muss suchen. Ach so. In Betracht der Umstände finde ich das zwar etwas geschmacklos, aber er scheint sich gut zu amüsieren. Hab dich! Mit nur einer Hand förderte er den... Ach, er hat doch nicht mit mir geredet. Den kleinen Jungen zutage, der daraufhin laut zu schreien begann. Lass mich runter! Das ist viel zu hoch! Ich hab Angst! Zauberwort! Bitte, Ramon! Noch zauberigeres Wort? Bitte, oh großer Ramon! Wer du bist so stark und groß und stark und groß! Nachdem Mary das mehrfach wiederholt hatte, stellte Ramon ihn endlich wieder auf den Boden ab. Du bist ja ein echter Tyrann! Ramon wissen. Ich finde ihn endlos geil. Ich mit Nevra. Achso, der wollte mich ja außen draußen treffen. Hallo Ika. Oh, Yesenia, du bist's. Seit der Versammlung habe ich dich kaum zu Gesicht bekommen. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir waren beide ganz schön beschäftigt. Wir sollten irgendwann mal was zusammen trinken gehen. Okay, ich bin dabei. Okay, ich klicke ein bisschen zu schnell. Weil ich immer so merke, dass ich ein bisschen was falsch lese und dann denke ich, soll ich das jetzt korrigieren? Und dann dachte ich, dann denke ich mir so, es ist ja inhaltlich richtig und dann mache ich es nicht. An der großen Pforte angekommen, hielt ich nach Nevra Ausschau. Aber vergeht's. Ah, da fand er her. Lässt die Dame warten? Und der ist ein Frauenheld? Ich hoffte nur, dass er pünktlich war. Die Zeit verstrich und er kam nicht. Oh, Ezra hat uns reingelegt. Oh Mann, Nevra, 3 Uhr ist längst vorbei. Wo steckst du nur? Ezra hat uns reingelegt. Ich kann unmöglich länger auf ihn warten. Ich kann doch nicht ohne Nevra aufbrechen. Noch ein wenig warten. Ich kann nicht ohne Nevra aufbrechen. Das kann ich nicht machen. Der kommt doch nie, so langsam mache ich mir ernste Sorgen. Okay, also hat das nicht reingelegt? Yesenia, entschuldige die Verspätung. Echt jetzt? Du machst es einem nicht leicht. Du machst es vor allem einem nicht leicht, dich zu mögen. Ich habe doch gesagt, dass es mir leid tut. Ezra hat uns nicht verarscht. Oh mein Gott, Ezra, ich liebe dich.
hat uns nicht verarscht. Nachdem wir das Haki verlassen hatten, wandte ich mich zu Nefra um. Okay, also welchen Teil des Waldes haben, werden wir heute abklappern? Den hier. Er tippte auf einen Ort auf dem Plan, an dem ich noch nie zuvor gewesen war. Also, es ist echt ungemütlich hier. Und wie kommen wir da hin? Oh, na, wir werden uns wohl über einen Weg durch das Dickicht schlagen müssen. Ah, hier bin ich auch gestern schon lang gegangen. Mit Ess, nicht wahr? Genau. Na dann mal los. Yay, meine Euphorie kennt kaum noch Grenzen. Ich gehe nochmal hier längs, einfach des Manas. Mana wegen. Des Manas wegen? Ja, so. Ich will endlich einen Kristall haben. Ladila. Ezreal, was treibst du hier? Das ist nicht deine Zone. Er passt auf mich auf. Damit du dich nicht an mir vergreifst. Hm, ich weiß, ich habe dich gesucht. Was ist passiert? Was ist passiert? Einer der Dorfbewohner hat uns gemeldet, dass mehrere Armbinden verloren gegangen sind. Und? Sei einfach auf der Hut, wenn du jemanden begegnest. Man kann ja nicht klauen, die sind unter der Tunika. Hm, war das vielleicht der Mann, dem wir letztens über den Weg gelaufen waren? Immer diese Vorurteile, liebe Gardi. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, ob er eine Armbinde getragen hatte. Ich auch nicht. Diese Gegend wirkt wie ausgestorben. Ich frage mich wirklich, wann hier zuletzt jemand war, mal abgesehen von uns jedenfalls. Es bringt nichts, hier noch weiter herumzuwandern. Oh, ich nehme schon 2,5 Stunden ungefähr auf. Okay, da ist noch ziemlich viel Material dazwischen, was ich noch wegschneiden muss, weil wegen Baum und so. Nein, weil ich habe ja erzählt, dass da irgendwie diese komischen Ladedinger sind. Ich bin so müde. Ich habe noch nie so lange aufgenommen. An einem Stück. Hier auch nichts. Du siehst irgendwie genervt aus. Ach, vielleicht kommt es davon, dass ich mit dir unterwegs bin. Ja, ein wenig. Seit 3 Tagen durchsuche ich nun schon diesen Wald. Völlig umsonst. Wie enttäuscht. Ich hätte mir etwas mehr Action erhofft. Oh nein, nicht im geringsten. Es frustriert mich nur, dass wir noch keinen einzigen Hinweis gefunden haben. Mhm. Weil ich nicht darüber weiter nachdenken will, nehme ich jetzt eher das. Wie was zum Beispiel? Keine Ahnung. Zum Beispiel eine wilde Bestie, die uns hinterrücks anfällt. Weißt du, wir wissen selbst nicht, wozu diese Suchaktion am Ende gut sein wird. Wie meinst du das? Ich muss sie das immer fragen, das ist ihre meistverwendete Frage. Wir hoffen einfach, dass wir irgendetwas finden. Hinweise, vielleicht sogar das Wesen, das für all das verantwortlich ist. Aber sicher sind wir uns nicht. Du meinst, es könnte genauso gut sein, dass in diesem Wald überhaupt nichts ist? Das wäre möglich, ja. Dann machen wir das hier für gar nichts? Nein, eventuell. Ich muss aber kurz gucken, ob die Antwort negativ war. Wann habe ich denn 10 Punkte bei ihm bekommen? Ist ja eklig. Oh mein Gott, ich habe 60. Oh mein Gott, er sagt, oh mein Gott. Ich will mir jetzt den Rest eigentlich nicht angucken. Das ist immer so Zeitverschwendung. Nein, ein bisschen komplizierter ist das schon. Erklär's mir bitte. Die Entführungen in dieser Gegend machen uns nun schon eine ganze Weile zu schaffen.
Bis vor kurzem war das Ganze noch eher harmlos. Mal einer hier, mal eine dort. Zu wenig, um die Verbindung zwischen den einzelnen Fällen herzustellen. Aber es ging doch um Kinder. Haben sich die Eltern denn keine Gedanken gemacht? Ach, hat Iga dir das von den Kindern erzählt? Ja, warum? Da sind ein bisschen ihre Gefühle mit dir durchgegangen. Was soll das heißen? Sag ich ja, ihre meistverwendete Frage in diesem Spiel. Die Kindesentführungen sind eher ein neues Problem. In Wahrheit sind die erst seit, höchstens seit einer Woche ein Thema. Anfangs ging es noch um Erwachsene. Deshalb haben uns auch erst so spät Informationen darüber erreicht. Warte, jetzt bin ich verwirrt. Wenn es gar nicht so viele Kindesentführungen gab, wie behauptet wird, wieso machen dann alle so viel Aufhebens deswegen? Nicht alle. Ika. Sie steigert sich eben schnell in sowas rein. Okay. Aber das erklärt noch nicht das Drama bei Marys Verschwinden. Warum hat man beschlossen, die Suche nach Mary gleich am darauffolgenden Morgen zu starten? Zuerst hatten wir eigentlich vor, zu warten, bis uns mehr Informationen vorliegen. Aber wenn wir diese Mission nicht umgehend gestartet hätten, wäre uns das gesamte HQ in den Rücken gefallen. Verstehe, ihr wolltet also einen Aufstand vermeiden? Aufstand ist vielleicht etwas übertrieben, aber das war der Grund, ja. Danke für die Erklärungen. Ganz ehrlich, ich lese das hier alles und nehme es irgendwie gleichgültig hin, weil es mir sowas von egal ist. Das sage ich jetzt einfach mal so. Es ist mir Schnurz, was der mir jetzt gerade gesagt hat. Mir finde ich diese Information auch nicht wichtig. Aber darfst du mir diese Dinge überhaupt verraten? Warum nicht? Du bist ein Mitglied der Garde. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Na, zum Beispiel die Tatsache, dass ihr diese Mission aus, wenn man so sagen kann, politischen Gründen durchführt und dass es in diesem Wald möglicherweise gar nichts zu finden gibt. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Sorte Information eigentlich nicht für meine Ohren bestimmt ist. Mein Handy brummt die ganze Zeit. Warum? Und warum nicht? Weil du sie herum erzählen könntest? Ja, man weiß ja nie. Und wem würdest du das verraten wollen? Du hast keinen einzigen Freund hier. Oh, also, das stimmt nicht. Ich bin mit einem Haufen Leute befreundet. Nenn mir einen. Ikalaya. Chrom. Ich kann nicht behaupten, dass ich mit Chrom schon angefreundet habe. Außerdem ist er gerade sauer auf mich. Und ihr wisst ja, Ika geht gerade so noch, aber Alaya. Es wird sein Navometer nach oben treiben, aber ich bin jetzt ehrlich. Ich will. Siehst du, du hast niemanden. Hey, guck doch nicht. So. Ich habe das doch nicht böse gemeint. Es klingt aber so. Tut mir leid. Wenn du willst, werde ich dein Freund. Danke, ich bin einsam, nicht verzweifelt. Dieser Baum macht mir Angst. Der ist gruselig. Wir machen uns besser auf den Heimweg. Schon? Wir haben die ganze Zone abgesucht, die uns zugeteilt wurde. Es bringt doch nichts, alles zweimal abzuklappern. Hier ist nichts. In Ordnung. Man könnte meinen, da hinten ist etwas. Ein Baum. Und ein Baum? Und... Oh, ein Baum. Warte mal, Nefra.
drüben waren wir noch nicht. Das liegt außerhalb des Gebietes, das uns zugetragen wurde. Ein Versuch ist es doch wert, oder nicht? Ich weiß nicht. Gib mir 2 Sekunden. Er ging ein Stück den Weg entlang und unterzog den Boden einer gründlichen Inspektion, ehe er zu mir zurückkehrte. In den letzten Tagen ist niemand hier gewesen. Wir könnten nachsehen, wenn wir es können. Ist das dein Ernst? Normalerweise mag Miko es nicht besonders, wenn man übers Ziel hinausschießt. Aber da ich gerade nichts Besseres zu tun habe und es dich ja brennend zu interessieren scheint... Okay, danke. Nicht. Warum das gebeugte Ebene des gebeugten Baumes? Baum ist lustig. Hier ist nichts, mal abgesehen von diesem Baum und den anderen Bäumen. Er hat genau das gesagt, was ich vor einer Minute oder so gesagt habe. Was voller Nachmacher, jetzt bin ich traurig und ich will einen Kakao. Schade, schon wieder ein Reinfall. Aber nein, von einem Reinfall wurde hierhin, habe ich nicht gesprochen. Würde ich nicht, aber nein, von einem Reinfall würde ich nicht sprechen. Ich habe dir doch gesagt, dass wir nicht wissen können, ob hier etwas ist. Wir gehen nur auf Nummer sicher. Ja, du hast recht. Dann lass uns umkehren. Nein, bleibt. Was gibt's? Hast du das denn nicht gehört? Nein. Und ich habe wirklich ein feines Gehör. Das stimmt. Ich hatte schon oft gehört, dass Vampire über verfeinerte Sinne verfügen. Ich sollte ihn fragen. Dann stimmt das also? Ja. Das hast du mir, glaube ich, schon einmal erzählt. Ist das nicht manchmal nervig? Ich will wissen, ob das stimmt. Was? Der ganze Mythos über Vampire. Würde mich interessieren, wie Eldaria die Vampire gestaltet hat. Du denkst wirklich nur in Schubladen. Sorry! Jetzt weißt du zumindest, dass ich all die Gemeinheiten hören kann, die du tagtäglich so von dir Yesenia, hier bin ich. Sei mal still, Nevra. Bevor ich gucke, was das ist... Ja, runtergegangen. Nicht das Schlimmste der Welt. Hörst du das nicht? Bleibt. Ich brauche euch. Wer spricht da? Wo seid ihr? Mit wem redest du? Hörst du wirklich gar nichts? Absolut nicht. Ich hab Angst. Er ist hier. Wer denn? Der Mann. Der Mann? Welcher Mann? Nevra? Zeigt euch, ich werde euch nichts tun. Ich suchte überall nach dem Besitzer dieser Stimme, konnte jedoch nichts entdecken. Als ich mich dem ausladenden Baum näherte, der stolz aus dem umliegenden Gestrüpp hervorragte, trat plötzlich eine Hand aus dem Stamm auf und packte mich. Lol. Lass sie los! Er drängte sich zwischen mich und diesem Ding, das mich umklammert hielt. Wow. Eine Triade? Hey, sie hat holzige Haut. Holzi, holzi, holz. Es tut mir leid. Ich wollte ihr nicht wehtun. Seid ihr die junge Frau, die gerade zu mir gesprochen hat? Kann ich sie nicht? Doch, kann ich. Tut mir leid, aber... eine Triade? Ja, guck mal. Sie hat die Ansätze von diesem
Beinstrumpf und den über all diesem Schmuck, den wir tragen. Nice. Die ist aber gut gezeichnet, die. Ja. Aber ich wollte euch keine Angst einjagen. Vergebt mir. Seid ihr eine Hammer... Oh, doch, wirklich Triade. Aber was ist eine Hammer-Triade? Ganz genau. Und das ist mein Baum. Eine Hammer... was? Na, irgendwie Baumgeister oder so. Hammer-Triade. Das ist, grob gesagt, eine Waldnymphe. Okay. Sie kann sich nur begrenzt von ihrem Baum entfernen. Ich erkläre dir später alles. Warum habt ihr meine Freundin angelockt? Können wir über diese Definition von meine Freundin einmal kurz talken? Ich... nur so. Ihr habt mich doch gebeten, euch zu helfen. Nein, ich... Sie sah völlig verängstigt aus. Ich fragte mich, warum. Ihr könnt es uns erzählen, wirklich. Von welchem Mann habt ihr vorhin gesprochen? Es geht um die Entführung im Wald, oder? Nein, ich will nicht über die Verschwundenen reden. Lass mich im Frieden, sonst wird er mir wehtun. Wer ist er? Ah! Sie verschwand im Inneren ihres Baums. Nefra bedeutete mir mit einem Nicken, dass wir uns ein paar Meter entfernen sollten. Ich glaube, sie weiß, wer hinter den Entführungen steckt. Das glaube ich auch. Sie schien sich vor jemandem zu fürchten. Nefra, ich muss dir noch etwas sagen. Ach ja? Was denn? Zusammen mit Ezreal bin ich einem Mann begegnet. Ich frage mich, ob nicht er es ist, der hier so große Angst einjagt. Warum glaubst du das? Ich hatte einfach ein ungutes Gefühl in seiner Gegenwart. Ich kann ihn auch nicht erklären, weswegen. Eine schlechte Vorahnung? Ja, so könnte man es sagen. Vielleicht ist es ein klitzekleiner Hinweis auf ihre Fairy-Hälfte. Also, es gibt auch so natürlich Menschen, die Vorahnung haben, ist einfach der Bauchgefühl, das sagt, aber vielleicht ist es ein kleiner Hinweis. Und was hat es dazu gesagt? Nichts Besonderes. Aber ich glaube, an dem ist irgendwas faul. Er wollte uns seinen Namen nicht verraten und an der Armbinde trug er auch nichts, soweit ich mich erinnern kann. Das ist nicht unbedingt ein Indiz, auf das ich meinen Verdacht stützen würde. Er verdrehte die Augen. Es stimmte. Letzten Endes hatten nur die wenigsten Gardenmitglieder ihre Binde aufgetragen. Wir müssen mit Miko darüber sprechen. Sollten wir nicht ein paar Wachen zum Schutz dieser Frau herschicken? Nein. Er betrachtete die Bäume um uns herum. Darum wird sich der Wald selbst kümmern. Die Hammer-Triaden sind eng mit ihrem Wald verbunden. In seinem Schutz wird ihnen niemanden Schaden zufügen können. Meinst du? Ja. Da bin ich mir sicher. Lass uns trotzdem schnell möglichst zu Miko zurückkehren. Ich bin nämlich noch nicht ganz überzeugt. So. Ich bin so müde. Ich höre hier erstmal auf. Ich glaube, ich mache mir noch einen Kakao. Und irgendwann sollte ich auch mal schlafen gehen. Ich bin ohne müde.
So. Bis dann erstmal. Willkommen zurück und einen wunderschönen Ostersonntag. Ja, das ist irgendwie schon 2 Tage her, 1,5, dass ich hier gespielt habe. Weil ich erstmal die ganzen anderen Parts verarbeiten musste, weil ich hier jetzt zackig machen will. Und ich denke, dieser Part kommt auch noch heute raus. Also wird dieses wunderschöne Ostersonntag auch noch heute gelten. Hoffe ich jedenfalls. Wenn nicht, dann einfach einen wunderschönen Ostermontag. Nehmt es, wie es euch passt. So, wir sind gerade dieser Triade begegnet, ne? Wollen wir spaßeshalber einfach nochmal zum gebeugten Baum gehen? Vielleicht gibt es ja was. Ich hoffe ja immer noch auf den Kristall. Ich weiß, dass es einen hier zu finden gibt, aber bei meinem Talent finde ich den bestimmt nicht. Weil, was soll das denn? Hat das was zu bedeuten? Ich kann was markieren, glaube ich. Ich will einen Kristall. Der hätte sich bestimmt super in den Wurzeln verstecken können. Ach, scheiße. Ich muss jetzt einmal kurz konzentrieren, um auch wieder zurückzukommen. Höhle der Baumheide, das kenne ich. Und wieder nachgucken. Da kommen wir, von da kommen wir, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Ich hab so Hunger. Ah, okay, hier kenne ich es schon eher. Hier sieht wenigstens nicht alles gleich aus. Oh, Verzeihung, habe ich dich angerempelt? Nein, überhaupt nicht. Ach, Gott sei Dank, ich war ein wenig Gedanken verloren. Das ist mehr als verständlich nach allem, was du in letzter Zeit erlebt hast. Ich fand dich übrigens total mutig, als alle dich mit so Fragen gestimmt haben. Oh, danke. Nimmst du auch an der Mission teil, Kiro? Nein, nein. Was hast du denn draußen gemacht? Ich brauche eine bestimmte Frucht für einen Trank und auf dem Markt gab es keine mehr. Okay. Und dann hat man dich ganz alleine losziehen lassen? Nein, die Männer dort drüben sind meine Eskorte. Lol. Seine Eskorte. Verstehe. Ach ja, weil Erwachsene und so entführt werden da auch, ne? Wer möchte nicht ein Einhorn klauen? Unterwegs erklärte Minevra genauer, was Hammer-Triaden waren. Anders als ihre nahen Verwandten, die Triaden, denn da war ich ja nicht so weit davon entfernt, konnten diese Feenwesen sich unglücklicherweise nicht allzu weit von ihrem Baum entfernen, ohne ihr Leben fürchten zu müssen. Ihr Schicksal war auf ewig untrennbar von dem ihres Baumes verknüpft. Wenn er starb, starben auch sie. Ich fand, das war eine überaus tragische Bestimmung war. Weißt du, wenn du dazu Fragen hast, stell du die besser einer Hammer-Triade persönlich. Die junge Frau, der wir eben begegnet sind, schien mir jetzt nicht über die Maßen gesprächig zu sein. Nein, aber vielleicht redest du stattdessen mit einer aus der Garde. Cameria zum Beispiel. Wie? Na komm, so kompliziert ist der Name nun auch wieder nicht. Und wir haben eine Hammer-Triade in der Garde? Cameria, ein Mitglied der Obsidian-Garde. Hä? Und wo in der Obsidian-Garde steht der Baum, von dem sie sich nicht trainieren? Ja, von dem sie sich nicht trennen kann? Bei den Obsidianern. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber im Obsidian Free Thread und sonst wo gab es immer eine wilde Diskussion, wie sich die Leute aus der Obsidian Garde nennen, weil irgendwie alles bescheuert klingt. Und wir haben uns eigentlich auf Valkyren, glaube ich, geeinigt. Oh, ich bin so dumm. Verzeiht meine Dummheit. Aber das kann man ja kaum aussprechen. Kriegt man ja einen Knoten in der Zunge. Bei den Valkyrien gibt es eine Hammer-Triade? Das wundere ich mich darüber auch gerade. Ja.
Ich habe sie noch nie gesehen und ich bin in der Obsidian gerade. Zurzeit ist das auch nicht überraschend. Sie erfüllt gerade einen Auftrag in einer anderen Region. Aber ich dachte, sie können sich nicht von ihren Bäumen entfernen. Sie trägt so ihren Baum die ganze Zeit mit sich rum. Sie entfernt sich auch nicht. Wie macht sie das? Das siehst du schon noch. Also wenn die wirklich ihren Baum irgendwie mit sich rumträgt, ich schwöre, dann kriege ich noch einen Strich auf die Liste. Ich fragte mich, wie diese Chimäre zugleich reisen und ihren Baum noch immer nah bleiben konnte. Oder sie trägt immer nur so ein Stück von ihrem Baum mit. Obwohl, wenn sie ihren Baum doch irgendwas abschneidet, dann tut sie sich doch selber weh. Viel zu kompliziert. Ich frage mich, ob ich den Namen Chimäre ja schon mal gehört habe. Saß die Garde von El vielleicht überall in Eldaria Außenstation? Oder? Nein, das war unmöglich. Warum? Wir kehrten rasch ins Hakio zurück und standen unversehens Miiko gegenüber. Das Gute ist, diesmal mussten wir zwar durch den Wald laufen, aber wenigstens nicht durch das Hakio-Gelände. Das ist ganz nett. Nefra? Yasinia? Was macht ihr hier? Wir haben die Durchsuchung unserer Zone bereits beendet. Und? Wir sind auf eine junge Hamadryade getroffen. Sie wirkte ziemlich von der Rolle. Inwiefern? Ich würde eher sagen, verängstigt. Wovor hatte sie denn Angst? Sie hat von einem Mann gesprochen. Wir haben versucht, mehr über Informationen aus ihr herauszubekommen. Aber sie ist einfach wieder in ihren Baum gekrochen, ohne uns eine Antwort zu geben. Es muss schon was ordentlich im Argen sein, damit eine Hammer-Triade sich in ihrem eigenen Wald ängstigt. Das habe ich mir auch gedacht. Ich weiß nur nicht was. Habt ihr die Entführungen erwähnt? Am Rande, aber wie Yasinia ja schon sagte, sie hat sich schnell wieder in ihren Baum zurückgezogen. Sie schien mir aus irgendeinem Grund zu vertrauen. Ich meine, sie hat nach mir gerufen, ohne dass Nefra sie hören konnte. Miiko und Nefra tauschten einen Blick und sie formte mit den Lippen das Wort Suggestion. Oh, Leute, ich habe dieses Wort neulich erst gehört, aber ich kann nicht beschwören, was es heißt. Echt ein schlechtes Gedächtnis. Ich denke, ich könnte mehr aus ihr Haus bekommen, wenn ich nochmal mit ihr reden würde. Es gibt andere Mitglieder, die auf diesem Gebiet sehr kompetent sind. Danke, dass sie inkompetent sind. Danke für die Infos. Ich vertraue darauf, dass ihr sie auch an Ika weiterleitet, wenn ihr das nicht bereits erledigt habt. Entschuldigt, dass ich euch darum bitten muss, aber könntet ihr jetzt vielleicht rausgehen? Ich muss in Ruhe nachdenken. Oh. Kein Problem. Wir verließen den Raum. Okay, dann gehen wir mal zu Ika und Kero. Ich glaube, diesmal werden sie über unseren Bericht erfreut sein. More or less. Schon gut, das mache lieber ich allein. Warum das? Ich würde gerne die gesamte Akte durchgehen und mit Ika zusammen mehr über diesen Typen herausfinden, dem ihr begegnet seid. Das könnte ziemlich langweilig werden, also ruh dich besser aus. Hältst du mich auf dem Laufenden? Wenn ich irgendwas in Erfahrung bringe, sag ich's dir. Versprochen. Danke. Kehre in dein Zimmer zurück, um diesen Tag abzuschließen. Darum gehe ich nie direkt eigentlich an den Ort, wo ich hin soll. Man kann ja noch direkte Dialoge finden. Auch wenn Leifton jetzt nicht unbedingt das ist, was ich angestrebt habe, okay. Ist er zu hart? Wie bitte? Der Auftrag, die Suchaktion. Woran hast du denn gedacht? An nichts Besonderes. Ach, nicht so wichtig, ehrlich.
Ich war nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe. Ernsthaft jetzt? Ich schwanke zwischen dem ersten und dem dritten. Das klingt so, wie, dass sie an was Zweideutiges gedacht hätte. Also ganz ehrlich, das klingt ein bisschen so. Also wenn, wie ich das betonen würde, das klingt dann so, als hätte sie an irgendwas Zweideutiges gedacht. Das ist ja zu hart. Aber so denkt natürlich nur ich. Selbst bei den kleinsten Kleinigkeiten. Ich nehme das einfach, mir egal. Du bist schon ein seltsames Mädchen. Dankeschön. Der Auftrag läuft gut. Wir haben nichts Verdächtiges finden können. Aber sonst... nur Mut. Will ich jetzt nach... ja, ich gucke einfach mal nach. Würde mich interessieren, was davon neutral war und... okay, war neutral. Ich habe echt das gute Talent, ihn auf neutral zu halten. Mal mache ich Plus-Antworten, falsch, da längs. Mal mache ich Plus-Aufgaben und dann mal wieder Minus-Dinger, dass es immer schön neutral bleibt. Ich bin echt talentiert. Ich glaube, wir finden keinen mehr. Ich will auch nicht zu viel Mana verschwenden. Das war so eine typische Antwort mit so ein typischer versteckter Dialog, wo man noch schön das Lobometer in die Höhe treiben konnte, aber pff, es ist nur Laften, Leute. Endlich neigte sich der dritte Tag seinem Ende zu. Ich betete, dass ich diese Mission nicht noch einmal würde durchführen müssen. Dreimal waren wirklich genug. Bleibt nur zu hoffen, dass die anderen Teams mehr Hinweise gefunden hatten als ich. Ich war froh, dass Nelfra mich über die wahren Hintergründe dieses Auftrags aufgeklärt hatte. Dadurch verstand ich immer besser, mit welchen Problemen die Garde von El zu kämpfen hatte. Nach einigen Stunden Entspannung und einer reichlichen Mahlzeit nutzte ich die letzten Minuten vor der Sperrstunde, um noch eine kleine Runde im IQ zu drehen. Ein Blick auf das schwarze Brett bestätigte mir, dass die Suchaktion für beendet erklärt worden war und die Phase des Informationsaustausches begonnen hatte. Achso, okay, ich muss nicht rumlaufen, hoffe ich jedenfalls. Wow. In kurzer Zeit war es uns gelungen, den gesamten Wald zu durchkämmen. Aber wir waren auch nicht allein gewesen. Tatsächlich waren mir einige Bewohner der Nachbardörfer ins Auge gefallen, die sich an der Suche beteiligt hatten. Nun gut, es bringt nichts, noch länger umherzustreifen. Ich werde mich besser schlafen legen. Ich bin ohnehin total erschöpft. Geil, man hat sich gerade schlafen gelegt, liest zwei Texte und geht wieder schlafen. So soll mein Tag auch sein. Naja, mit ein bisschen Essen zwischendurch, aber sie hatte ja auch eine Mahlzeit. Diesmal brauchte ich zum Einschlafen nur wenige Minuten. Kein Wunder, war ich doch nach diesem auftreibenden Tag wie erschlagen. Sie hat doch gar nichts gemacht, sie war... was? Wehe, du erlaubst dir nochmal so einen Scherz mit mir. Wovon redest du? Du wirst mich hier ganz sicher nicht allein lassen. Ezreal? Was machst du da? Yesenia, helft mir. Das war die Stimme der Hammerdryade. Ich verstand nur noch Bahnhof. Ich fürchte mich vor ihm. Vor wem fürchtet ihr euch? Euch? Vor dem Mann ohne Armbinde, den ihr in meinem Wald gesehen habt. Was hat er euch angetan? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Helft mir! Wartet! Ich fuhr aus dem Schlaf hoch. Hatte ich etwa gerade laut geschrien? Allein in meinem Zimmer? Ah, ich liebe es, wenn es dunkel ist, das Zimmer.
Ein Blick aus dem Fenster bestätigte mir, dass es noch mitten in der Nacht war. Ich verspürte ein geradezu schmerzhaftes Bedürfnis, die Hammerdryade aufzusuchen. Mein Herz sagte mir, dass sie mich brauchte, dass ich allein ihr helfen konnte. Der Tagesanbruch ließ nicht lange auf sich warten und die Ausgangssperre wurde aufgehoben. Ich schnappte mir meinen Mantel und meine Waffe und wies Nische an, hier auf mich zu warten. Dann zog ich los. Ich habe mich extra dementsprechend umgezogen, muss ich mal kurz zeigen. Also ich habe diesen Mantel nicht an, aber ich habe ein Schwert und die Kleidung, die man halt bekommen hat. Niemand durfte wissen, dass ich in den Wald aufbrach. Finde einen Weg, dich davon zu stehlen. Ich muss einmal ganz kurz cutten, weil mein Video fertig hochgeladen ist und ihr wollt ja. Es gibt ja Leute, die meine Videos mögen. Ich freue mich darüber. Und das muss ich einmal kurz hochladen. Bis gleich.